Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Horde-Only-Erfolg und zwar hier zu finden unter Quests und dann Battle for Azeroth. Der Erfolg heißt Rein in den Rani-Churansen, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und für diesen müssen wir in Voldum den Rani-Shu in weniger als 45 Sekunden füttern. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal kurz zeigen, beziehungsweise wo wir uns befinden. Wir sind hier unten bei den Koordinaten 28, 68 und dort habt ihr zwei Möglichkeiten, diesen Raninshu oder wie auch immer heißen mag, das sind diese hässlichen Viecher hier, einmal zu füttern. Und das eine ist, dass ihr eine World Quest habt, ja, und diese World Quest heißt noch ein paar Ladungen. Oder ihr macht so wie ich, dass ihr euch hier ein bisschen durchquestet, denn man kann das auch in der Quest machen. Der Vorteil ist während der Quest, dass ihr, wenn ihr es nicht schafft, immer wieder die Quest abbrechen könnt und neu annehmen könnt quasi und dementsprechend verschieden viele Tries habt. Das könnt ihr theoretisch auch bei der World Quest machen, indem ihr einfach in den Schlachtzug geht und dann quasi das nicht angerechnet bekommt. Aber ich finde es mit der Quest eine schickere Sache und zumal ich hier noch andere Achievements machen will, und zwar dieses hier. Und das kann man auch während Quest machen, deswegen habe ich mir jetzt hier einen Twink geschnappt und habe einfach ein bisschen durchgequestet bis hierhin. Man soll anscheinend die Quest auch bekommen, wenn man hier in diesem Tempel die 4-5 Quests macht und sich dann hier hinter questet. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich quasi hier angefangen habe und, weiß ich nicht, 40-50 Quests durchgequestet habe, weil ich eh hier oben dann für die anderen Achievements hin muss. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Achso, vielleicht für die Quest, die ich jetzt hier habe, die hier hinführt. Und zwar haben wir hier Energieprobleme. Das ist die Quest, die wir abgeben müssen. Und dann die Folgequest ist quasi hier die Batterie aufladen. Und das ist quasi jetzt auch die Quest, wo wir dementsprechend dann das Achievement machen. Jetzt setzen wir einfach mal einen Timer. Und zwar klicken wir hier einmal drauf. Jetzt geht das hier los. Ich glaube, das geht erst los, wenn wir da vorne sind. Und hier haben wir dann quasi verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal das Rollen machen. Da sind wir dann ein bisschen schneller und wir müssen halt möglichst zügig hier diese ganzen Pflanzen überrollen. Das ist quasi das Ziel. Und ich habe gesehen, dass es ganz gut ist, hier über, also einfach hier im Kreis zu rollen. Denn, ja, an diese Kaktusse wollen wir nicht rankommen. Wir wollen auch nicht an diese Winde rankommen und, oh, nice, gleich beim ersten Mal. Ich dachte schon, ich muss jetzt x-mal aufnehmen. Also es war relativ easy, ihr habt gesehen, wenn man einfach nur immer im Kreis rollt, ist es recht leicht. Ein weiterer Vorteil, das in der Quest zu machen, dass gleichzeitig die World Quest nicht ist und man quasi hier fast alleine rumgammelt und dementsprechend keine Konkurrenten hat, ja. Also bei mir hat es jetzt gleich auch das erste Mal geklappt, wunderbare Sache. Ich weiß, wo ich das letzte Mal hier war bei der World Quest, da waren irgendwie 20 Leute da und dann sind halt oft die Blumen auch einfach down. Ja, jetzt geben wir das gute Stück ab und haben quasi unser Achievement einmal. Mich würde interessieren, falls ihr das Ganze hier auch angeht und es versucht quasi nicht alles durchquesten zu müssen, schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat, auch im Hinblick dafür, dass ihr vielleicht anderen ein bisschen weiterhelfen könnt. Wenn ihr einfach direkt hier zu dem Tempel geht und eine Quest annehmt, ob ihr dann hier hinkommt oder ob man wirklich alles durchquesten muss, das weiß ich leider nicht, weil ich quasi, wie gesagt, das komplette Gebiet gemacht habe, also zumindest bis zu dem Punkt hier. Ja, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.